Ah, es kommt immer gut. Neue Sachen, die ich letztes Jahr geschrieben habe, da hatte ich das Vergnügen mit dem Richard Wagner. Ja, und du bist der Mensch, der uns beachtet. Ich bin der Mensch, der unsere Welt bewegt. Wir sind die Wahrheit, die wir brauchen. Und ich ein Fluss, der weiterfließt. Fluss! Yeah.
So, liebe Audience, schöne Herren, Leute. Fritz, ich bin auch da. Ich zerschlage heute mal wieder ein Klavier. Der Lambrecht, unser lieber Lambrecht, der Metzger, der Schreinermeister, ist auch da. Ich bin ziemlich müde, ich habe nicht geschlafen gestern, aber ich versuche mein Bestes zu geben. Warum erzähle ich das überhaupt? Nein. Okay, ich lese heute Gedichte, neue Sachen, die ich letztes Jahr geschrieben habe. Da hatte ich das Vergnügen, mit dem Richard Wagner, seiner Urenkelin, mal ein paar Tage zu verbringen. Und die hat mich so musisch gereizt, dass ich neue brachiale Texte schreiben musste, die ziemlich heftig sind. Und ich freue mich auch wirklich, die jetzt ganz neu zitieren zu dürfen. Ja, jetzt brauche ich erstmal einen Schluck Bier, sonst geht gar nichts. Also weil ich noch zu müde bin, fange ich einfach mal ganz schlicht an, nämlich mit einem uralten Aphorismus, das ich mal geschrieben habe vor zig Jahren. Ich rede ja wegen mehr, normalerweise nämlich LSD und rede eigentlich gar nicht, aber heute versuche ich es mal auf die andere Art. Wie schaue ich eigentlich aus? Okay, geht's gut? Die genaue Definition einer Sache erwähnt den tatsächlichen Zustand und bricht so in den wahren Sinn ein. Nochmal zum Mitschreiben. Die genaue Definition einer Sache erwähnt den tatsächlichen Zustand und bricht so in den wahren Sinn ein. Natürlich nur was für metaphysische, autodidaktisch hochphilosophische Metaphysiker, aber es macht jetzt noch nichts. Man wird geboren, zum Leben auserkoren, als Wesen zu sein, was man ist. Am Anfang ein Kind ganz klein, kannst tun und lassen, was du willst. Doch irgendwann wird es dir bewusst und darauf wird es kalt, beginnt der Frust. Dann endet die unendlich scheinende Kindheit, Freiheit, Fröhlichkeit. Was dann kommt, ist neu, die Suche beginnt. Der Schein bricht sich nun tausendmal vom Nichts umringt. Es ist fremd, dass man nicht über das Göttliche spricht, über das, was uns allen wurde gegeben, über das Leben, sondern böse Kriege kämpft und sich dabei total verkrampft, bis ans Ende seiner Plage. Es macht mir Spaß, neue Gedanken zu haben, von der Muse geschenkt, sich selbst zu beraten. Ich kann es nicht lassen, Gedanken zu fassen. Aufs Neue verstreu, bin ich treu meiner Worte und schmeiße sie ins Sein der Konsorte, die so verstanden soeben das Leben. Schon wieder, der hat keinen Klang, weil der Sound komisch. Die Wellen schlagen hoch und laut. Sorry. Thank you.
of love and happiness. Eine Ode. Wer, ja, soll ich was dazu erzählen, weil er was hören? Also, ja. Wollen wir noch einen Schluck Bier, ich sterbe hier, Jungs. Wieder Gerhard Schröder früher gesagt, gib mir mal eine Flasche Bier, ich sterbe hier. Ja, ja, genau, ne? Da habe ich eine Frau getroffen, die hat mir mal irgendwie recht gut getan und dann habe ich dann das Gedicht geschrieben, ne? Und dann kam das bei raus, ne? So, ja. Die Frau ist Secret. Hochzuheben und mit mir über Wolken gehst. Es scheint zu sein, als sei es gewollt, dass du mich von der Erde holst. Gen Himmel drängt's mir jetzt zu schweben. Sollt ich's denn nicht schon längst erfahren, dass Engel weit vom Himmel kommt, welch zeigt mir Richtung, nicht nur soeben, die Erdenlast vom Rücken nimmt. Oh Lord. Das, zum Schluss das in Englisch, das ist Pillable. Oh, anyway. An einen wohl gar besseren Ort. Komm sein Fisch und lass dich ihm ertreiben. Und fließ ich zu schnell, dann kehr einfach um.